So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen Hallo. eine wunderschöne Runde Elava. Das ist von Bombix. Die haben zum Beispiel Sea, Salt and Paper gemacht mit dem Color-Ad-System, das wir auch bei Sea, Salt and Paper kennen. Das heißt einfach, auf diesen Karten sind hier oben immer so Symbole, die es Farbenblinden leicht machen sollen, die zuzuordnen, was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Wir spielen einen prähistorischen Stamm und wollen irgendwie über die Runden kommen, wollen, wenn hier das Lagerfeuer leer ist, die meisten Punkte haben. Und ja, dazu haben wir hier, wir spielen gleich die fortgeschrittene Seite. Auf der leichten Seite dürfte man 4 Ressourcen aufbewahren. Wir dürfen hier 3 Ressourcen aufbewahren. Ich habe hier die Fähigkeit, wenn ein Spieler einen der 6 Ressourcenstapel beendet, dann darf man zusätzlich, also wenn ich einen der Stapel beende, darf ich zusätzlich zu einer Ressource hier noch eine sichtbare Karte meiner Wahl nehmen. Ich nehme aber nicht die Ressourcen. Und du hast die Fähigkeit, wenn dieser Spieler eine Tribe-Karte nimmt, die es dir nur erlaubt, eine einzige Ressource zu nehmen, dann bekommst du eine zufällige Karte aus dem Pool, womit deine Fähigkeit deutlich stärker wäre als Eine meine. zufällige Ressource aus dem Pool. Ja. Oh ja, die ist ja viel, viel stärker. Das ist sehr viel Bestimmt. mächtiger. Und ansonsten läuft das Spiel so ab, dass wir immer, also ich darf anfangen, weil ich hier die niedrige Zahl drauf habe. Und jetzt könnte ich mir hier irgendeine von diesen Karten quasi aussuchen. Das ist das, was wir als erstes machen. Nimm eine Karte und die entsprechenden Ressourcen. Und dann muss ich mal gucken, weil wenn ich jetzt die Karte hier nehmen würde, wäre da unten eine 3 drauf. Und dann dürfte ich hier die nächsten 1, 2, 3 Ressourcen nehmen. Die brauche ich aber für die Karte nicht. Die Karte hier kann ich scheinbar einfach so ausspielen. Für die Karte brauche ich 2 von den Geschichten. Hier brauche ich die ganzen Ressourcen. Hier brauche ich ein, hier gibt es Fleisch. Ich darf dann 2 Ressourcen nehmen. Das ist das Fleisch. Ja. Okay, cool. Dann nehme ich jetzt einfach mal diese Karte auf die Hand und nehme hier die nächsten beiden, ne, weil hier unten eine 2 ist, nehme ich jetzt die Das war beiden das Spiel schon Ressourcen. gelaufen. Und das war die erste Aktion. Jetzt könnte ich eine Tribe-Karte spielen. Das heißt, ich könnte die direkt ausspielen, müsste dafür jetzt ein Fleisch bezahlen, kann das mal weglegen. Und das Fleisch hier kann ich jetzt hier storen auf meinem Chieftain, dem Häuptling, den ich da habe. Und ich glaube, dann ist das auch schon zu Ende. Ich könnte jetzt Storage-Karten benutzen. Die hier, da könnte ich hier diese Faustkeile draufpacken, wenn ich sie denn hätte, dann würde ich für jeden Faustkeil 3 Punkte bekommen. Habe ich aber nicht, dann ne, gucke ich jetzt, dass ich nicht mehr als 3 Ressourcen habe und dann bist du dran. Dann nutze ich doch gleich meine Tüftchenfähigkeit. Nimm die. Die hat nur eine 1. Das heißt, ich nehme nur den Faustkeil, ein klassischer Hate-Draft und ein neuer Faustkeil kommt zum Vorschein. Sehr gut. Dann nehme ich mir hier eine verdeckt. Natürlich ein Faustkeil wahrscheinlich. Dann ein Fleisch. Sehr gut. Und dann lege ich die für mich aus, weil sie kostet mich ja scheinbar nichts. Und dann kann ich da noch ein beliebiges drauflegen. Ich kann ja eins drauflegen. Dann lege ich hier, was braucht man denn immer? Faustkeile sind bestimmt eigentlich voll gut. Dann lege ich mein Fleisch drauf und erhalte den Faustkeil. Faustkeile sind das Beste. Wenn du gerade noch ein bisschen hochschiebst, dann sehen die Leute sogar. Dann bin ich dran. Dann habe ich ja die Geschichten hier ausgespielt. Ich habe noch so ein Fleisch, jetzt möchte ich gerne einen Faustkeil. Ja, nehme ich mal die Karte, das passt ja auch ganz gut, weil da brauche ich Fleisch, um die Oh auszuspielen, da brauche ich Bären nein. da drauf. Ich nehme jetzt die nächsten zwei, Oh also die nein. beiden Geschichten. Dann kann ich jetzt auch die Karte gleich ausspielen, Für ein Fleisch. weil mich das ein Fleisch kostet. Da, ich habe kein Fleisch mehr, das habe ich Da ist kein ausgegeben. Fleisch. Da habe ich ein Fleisch. Ich gebe das Fleisch hier aus und jetzt kann ich hier so eine Beere drauflegen und hier einen Faustkeil. Pro Karte darf man eine legen dann, Ich glaube wahrscheinlich. ja. Ich glaube, Use du the hast es storage vorgelesen. cards, one available. Ja. Genau, Ivy, das ist gerade noch in der Spieleschmiede. Die freuen sich bestimmt, wenn wir das jetzt spielen. Ja, ich hoffe. Okay, dann vermutlich darf man nicht sehen, was drunter kommt. Soll man, glaube ich, nicht. Sollte man, glaube ich, nicht. Ja, dann habe ich ja diese Karte, auf die kann ich schon random Zeug drauflegen. Dann möchte ich jetzt vielleicht was anderes legen. Was bedeutet das eigentlich pro ungleiche 2? Pro ungleiche Ressource auf dieser Karte. Also jetzt sind schon 2. Jetzt sind 2 und pro weitere Nochmal mehr 2. Punkte. Okay. Kannst du zum Beispiel eine Faustkarte drauflegen, jetzt nochmal 2 Punkte. Aber den brauche ich ja vielleicht für irgendwas. Vielleicht. Wenn ich die nehme. Ich sehe, wir sind vom Niveau hier nicht weit über Sea, Salt and Paper. Muss man ein bisschen mehr hat, man kann ein bisschen strategischer hier. Oh, ich habe das Fleisch gelegt. Nein. Was brauchst du denn?
Steine und es gibt überall Steine. Guck nicht bei mir. Es gibt überall Steine. Ich nehme mal die hier. Mhm. Dann kriege ich halt die. Dann kann ich... Ah, ich muss den Cut öffnen, um die spielen zu können. Das wäre ein epischer Fail. Naja, dann ist das wohl so. Dann lege ich hier noch einen Forstgeil drauf. Und store die drei. Dann nehme ich die Karte hier. Jetzt darf ich von den nächsten drei Stapeln jeweils eine Ressource nehmen. Knochen sind Joker. Ach, Knochen sind Joker. Dann habe ich die auf der Hand. Ich glaube, ich möchte die Ressourcen erstmal sammeln. Und ich kann ja so viele Karten spielen, wie ich möchte, ne? Du hast keine Handkarten mehr. Ja, dann bewahre ich die erstmal auf und dann bist du. Mhm. Was möchte ich dann tun? Die macht einfach nur... Ach, das Set sammeln. Das ist gerade Bären. Sieht man da mehr? In der Kamera, ja. Ah, okay. Dann möchte ich gerne... Das Plus auf der Karte, das heißt, da darf man sich gleich eine weitere Karte nehmen. Ja, eine offenliegende und kriegst aber keine Ressourcen dafür. Okay. Dann krieg ich die beiden. Dann gebe ich ein Fleisch ab. Für diese Karte. Obwohl. Die andere ist auch ganz schön gut. Doch nicht das Fleisch ab, sondern okay, die Bäre, den Forstkeil und das Fell ab. Ach, da kann ich da gar nicht drauflegen. Irgendwas ist ja immer. Spiel ich doch die, zahle das Fleisch, werf die ab und darf mir eine beliebige nehmen, ohne die Ressourcen zu kriegen. Mhm. Und möchte mal... hier nehmen. Oha. Und dann darf ich noch eine Ressource hier drauflegen. Nehme ich auch. Hier das Fell. Dann nehme ich mal die hier, kriege dafür diese drei Ressourcen. Dann kann ich hier eine Ressource drauflegen. Den kann ich da drauf legen und diese 10er-Karte kann ich jetzt aus... Ne, kann ich nicht ausspielen. Diese Karte kann ich ausspielen, die mir 5 Punkte bringt. Und zwar für einmal Fleisch und einmal Knochen als Joker-Ressource. Dann sammle ich das hier und diese Karte möchte ich noch nicht ausspielen. Mhm. Oh, das ist ja eigentlich ganz schön, glaube ich. Das ist ja... Nein, dann habe ich keinen Forstkeil. Doch, ich habe hier einen Forstkeil. Ich nehme mal die. Dann gehe ich noch eins. Ja, das reicht, glaube ich, trotzdem. Ich nehme das. Dann kriege ich das Fell und weil ich ja eine Einzelkarte genommen habe, darf ich ja noch eine ziehen. Mhm. Und dann spiele ich für die 4 Ressourcen hier die Karte. Mhm. Dann habe ich ja noch eine Bäre, die liegt hier drauf. Das ist nicht schlecht. Dann nehme ich die Karte, die 18 Punkte irgendwann mal vielleicht bringt, kriege dafür diese Bäre
Habe jetzt einen Stapel leer gemacht. Meine Spezialfähigkeit ist, dass ich dann eine Karte bekomme. Und da habe ich irgendwas, wo ich für andere Kartenpunkte bekomme. Nö. Jetzt hast du ja einen Stapel leer gemacht. Das heißt, du ziehst. Ah, du hast leer. Ziehst du dann hier jetzt eine? Oder ja. Nur wenn du den triggerst, dass du hier eigentlich eine nehmen würdest. Ne, wenn man es leer macht, glaube ich, prüfe. Each time a pile is finished by taking the last resource that makes up the pile, the player takes one additional resource from the Und dann macht man einen neuen Fünferstapel. Faustkarte. Genau, dann kommt da ein neuer Fünferstapel hin. Statt vorher ein Sechserstapel. Und ich darf jetzt noch eine Karte nehmen. Da möchte ich gerne. Die sind irgendwie alle nicht so gut für mich. Hoffentlich. Wenn ich jetzt einen nehme, dann schalte ich dir irgendwas frei. Vielleicht. Aber du hast doch gerade schon eingenommen, darfst du eine zusätzliche nehmen. Ach, du darfst eine zusätzliche nehmen, okay. Genau. Und zwar. Also ich habe was für Fleisch, Hier kriege ich überall nichts drauf. Da kriege ich 3 Punkte pro Blau, da habe ich eine. Da kriege ich 2 Punkte pro Sammelkarte, davon habe ich 3. Und hier kriege ich 3 Punkte pro Rote, davon habe ich 2. Dann nehme ich doch einfach mal die hier auf die Hand. Und dann kann ich jetzt noch Ressourcen ausgeben. Dann möchte ich, oder Karten ausspielen. Oh. Die ist ja eigentlich schon ganz gut. Na komm, dann lege ich hier nochmal einen Faustkeil drauf. Was ist das hier für ein Symbol? Also nur das Symbol, das sich darauf bezieht. Ach, da gibt es noch mehr Symbole. Genau. Das passt ja alles nicht. Ich möchte dann gerne den Faustkeil doch hier drauflegen und dann bist du. Lag das nicht für 17 Euro bei Offensive auf der Messe, oder war das nicht die deutsche Version? War jetzt erst der 15. Schmieß. Kann sein, dass es die englische war. Aber eigentlich hatte ich auch im Schirm, dass es noch. Dass ich jetzt eigentlich schon so da sein sollte. Also es hat schon sehr viele Ähnlichkeiten zu Seesaw and Paper. Weiter. Fell und Faustkeil. Zwei Ressourcen. Dann möchte ich gerne diese 18-Punkte-Karte ausspielen. 18. Was? Muss dafür 2 Bären ausgeben, ein Fell und ein Faustkeil. Dann kommen die weg und muss noch eine Karte weglegen. 18 Punkte ist ganz schön viel. Wie macht man denn sonst 18 Punkte? Ja, das ist auch schon, das ist die Hälfte. Okay. Und das war's. Ich möchte diese Karte hier. Karte 2. Dann mache ich das hier leer. Ein extra. Und du machst das nicht leer. Und dann möchte ich die Bärbe und den Faustkeil ausgeben. Um die hier zu spielen. Oha. Da liegen ja nicht so die weltbesten Karten. Und keine Dreierkarte leider, die kostet nur 7, ne? Dann nehme ich mal die. Kriege dann die beiden Ressourcen. Möchte dann gerne diese 7er Karte ausspielen. Lege dafür ein Fell weg. Und noch eine Karte. Lege diese Bären hier drauf und das Fleisch behalte ich mal. Dann möchte ich schon diese exorbitant schicke Karte haben, die ein exquisiter Knochen liegt. Und dann kann ich aber etwas spielen, vielleicht.
Das sieht gar nicht so gut aus mit dem Spiel. Ah, das ist nicht optimal. Wenn ich jetzt einen Knochen spiele, ist das auch eine extra Ressource? Ich glaube ja. Ich aber nicht, ich spiele die beiden, gebe die weg und spiele die hier. Und die anderen store ich. Fertig? Ja. Dann nehme ich die auf die Hand, kriege dafür einen. Das ist der hier, den lege ich da hin. Dann kriege ich den hier. Oh, ein Faustkampf. Oh. Dann spiele ich diese 10-Punkte-Karte aus für zwei. Ne, es ist gar kein Faustkreis. Dann spiele ich diese 10-Punkte-Karte nicht aus, aber ich habe einen Stapel leer gemacht. Dafür darf ich mir eine Karte. Die kostet nichts zum Ausspielen, ne? Hm. Nein, scheinbar nicht. Aber ist auch nicht so stark dafür. Punkte. Da kriege ich Fleisch, das ist einfach nur eine rote Karte. Hier kriege ich Punkte pro dafür. Nüscht. Die sind alle nur so bedingt sexy. Ich hätte gerne was, was mir einfach so Punkte gibt. Okay, die gibt einfach so direkt Punkte, aber gibt es irgendwas, wo es Punkte für Hände gibt? Das ist nämlich auch ganz toll. Die gibt an sich schon einfach 3 Punkte, das ist natürlich praktisch. Dann nehme ich mal die. Na toll. Liegt ja nur Fleisch rum. Da kommt ein neuer Stapel hin. Ja. Da liegt tatsächlich Fleisch rum. Und Fell, Fell brauche ich gar nicht, aber das Fleisch. Da muss ich wohl die nehmen. Oh, ich mache hier auch noch das leer. Das Spielbad vorbei. Wird es immer eine weniger oder sind es dann immer 5 auf dem Stapel? Das sind dann immer 5. Bringt ja ganz neue Möglichkeiten ins Spiel. 1, 2 und noch ein Joker. Oder ich spiele die hier. Sollte ich das hier, das hier und das hier? Und auch das, das. Doch kein Spiel. Ne, ich muss schon. Ja, ablegen und spielen die. Oha, dann hole ich mir mal die Karte hier, kriege dafür eine Ressource, nehme mir dafür diesen Faustkeil, dann spiele ich diese Karte aus für 2 Faustkeile, muss dafür noch eine Karte abwerfen. Darf man mehr als eine Karte spielen? Ja. Ah. Dann lege ich noch einmal diese Beeren hier drauf. Mit dem Fleisch kann ich leider nichts anfangen, dann bist du. Wir nähern uns dem großen Finale. Ich nehme die hier. Für die 2. Und dann gebe ich das aus, um die hier zu spielen, die mir noch gar nicht so viel bringt. Ich nehme mal die, kriege die Ressource, darf mir diese Ressourcen nehmen, darf mir noch eine Karte nehmen. Da nehme ich mal die Karte. Jetzt dürfte ich noch eine Karte aufspielen. Wenn ich denn könnte, hm,
Ja, dann spiele ich nochmal die Karte aus für die beiden Ressourcen. Die bringt mir einfach 4 Punkte. Und ich dürfte sofort noch eine Karte nehmen. Dann würde ich einfach mal die Karte nehmen und dann bist du dran. Möchte ich die Karte hier haben? Ich nehme die 2. Und sagen wir weiter. Darf ja so viele Karten ausspielen, wie ich möchte. Mhm. Okay. Ich nehme mal die Karte. Achso, das ist ein Fleisch und kein Faustkeil. Na egal. Und dann nehme ich die drei Ressourcen dafür. Dann möchte ich gerne diese 13-Punkte-Karte hier spielen. Die da. Muss dafür ein Faustkeil und eine Beere abgeben. Lege eine Beere hier drauf. Gebe noch die Karte als Bezahlung ab und dann bist du. Wenn ich das Spiel beende, bist du nicht mehr dran. Genau. Wenn ich das Spiel nicht beende, bist du noch mal dran. Nicht noch mal dran. Ich habe leider zu viel Fell, mit dem ich nichts mehr anfangen kann. Hast du keine Karte, wo du Fälle drauflegen kannst? Nein. Du hast die Karte, die ich brauche. Pfui. Wobei so viele Punkte. Na, ja, ein paar Punkte werden das schon. Toll, also. 10 Punkte werden das bei mir. Ich krieg nichts für Hände, toll. Ich nehme mal die hier. Mhm. Nimm mal dann das. Und da es ja eine 1er-Karte ist, nehme ich mir hier noch eins. Das ist ja gut. Perfekt. Dann spiele ich noch 2. Dann spiele ich die hier und die hier. Uiuiui, das sind auch nicht so wenig Punkte. Jetzt nicht mehr. Also ich nehme mal die Karte, nehme mir das, bekomme dafür das. Dann kommen hier nochmal 5 neue für den letzten Zug und außerdem bekomme ich noch eine Karte. Und da möchte, was habe ich denn hier auf der Hand? Nur Unsinn. Unfug. Fleisch und Fell. Fleisch. Ja, wow. Für 3 Punkte. Mhm. Aber besser als nichts. Dann nehme ich noch die Karte hier. Da brauche ich nur eine Beere für. Mhm. Irgendwas ist ja immer, ne? Mhm. Dann nehme ich einfach die hier und lege da ein Fleisch drauf. Und das war's. Okay. Dann bist du noch ein letztes Mal dran, damit gezählt. Kriege ich diese 17er Karte hin? Nein. Kriege ich diese 4 hin. Nee, da sammle ich lieber durch Fleisch und Stein. Ressourcen sind ja am Ende nichts wert. Doch, ist der Tiebreaker. Ah. Dann mache ich das. Nimm den und den. Und spiele dann den und den noch aus, um Adia zu spielen und die Licht. Okay, dann werden People Storage hat Tools. Wir ziehen einfach Karte für Karte, oder? Wenn man das irgendwie sich merken kann. Also ich kriege hier 4, hier 10 sind 14. Hier kriege ich 9. Hier kriege ich 2, 4, 5, 10. Hier kriege ich
25, 30, 43. 25, 30, 43. Sind nur 76 Punkte. Hast du auch gezählt? Nee, sind nochmal zwei mehr. Ich glaube nicht, dass ich so viele Punkte kriegen werde. Schau mal, 78 sind zu schlagen. 10. Mhm. Plus 2. Mhm. Dann haben wir hier eine, die 3 pro Lila gibt. 3, 6, 9, 12. Mhm. Dann haben wir eine, die 4 pro Lila gibt. 4, 8, 12, 16. Mhm. Dann haben wir hier eine, die 2 pro Axt gibt. 2, 4, 6. Nur 6, das ist ein bisschen wenig. Dann wäre einer, die 2 pro Hand gibt. Das sind 2, 4, 6, 8. Mhm. Dann haben wir hier eine, die 2 pro Ei gibt. 2, 4. Mhm. Jetzt kannst du mal aufhören mit zählen. Dann kommst du schon dicht dran. Ja, aber viel mehr wird es nicht mehr. Dann sagst du so. Dann haben wir hier eine, die 3 pro Gelb gibt. Mhm. 3, 6, 9. Ja. Dann haben wir hier noch 8. Ja. Und hier 3. Wie viele Ressourcen hast du noch? 2. Ein Unentschieden. So sollte man dieses Spiel spielen. Es wird nie wieder besser werden. Ja. Okay, so most available resources wins if they're still tied. So wirklich shared. 78 zu 78. Hier steht's in der epischen, sich nicht scharf stellenden Begestadt-Serie. Zu Cam. Da, 78. Da seht ihr das, zack. Und ja, ich schlafe wenig, deswegen ist mein Nickname Tyler Durden. Ja, das war... Die letzten zwei Tage. Ja, du hast ja viel geschlafen. Das war Elava, das war... Ist quasi der Nachfolger von Seesaw and Paper, du hast es ja nicht gespielt. Bei Seesaw and Paper gibt es halt die Geschichten, dass du entweder Punkte direkt für Karten bekommst, auch manchmal. Oftmals hast du aber auch sowas, dass du halt Karten, Punkte in Abhängigkeit von anderen Karten bekommst. Mhm. Das ist ja so, dass du einfach zufällig Karten ziehst und wenn du dann zwei Karten gezogen hast, die irgendwie das gleiche Symbol oben haben, kannst du eine Aktion machen. Noch eine Karte vom Stapel nehmen, eine Karte aus dem Stapel raussuchen, beim anderen eine Karte ziehen und hier hast du halt dadurch, dass du halt hier immer so viel offen hast, hast du halt ein bisschen mehr Kontrolle, kannst ein bisschen mehr planen, aber es fühlt sich sonst schon relativ ähnlich an. Also wer Seesaw and Paper mochte, wird sich hier zu Hause fühlen. Es ist aber nicht so dicht. Also ich glaube, Flo würde das hier besser gefallen als Seesaw and Paper, weil du hier ein bisschen Kontrolle hast und ein bisschen planen kannst. Mhm. Es wird jetzt immer noch nicht sein Lieblingsspiel sein, aber als leichten Absacker würde er, glaube ich, eher das nehmen, weil bei Seesaw and Paper kann auch eine Strategie sein, dass ich ziehe eine Karte, ich ziehe eine Karte, ich ziehe eine Karte, bin ich dran, mache nichts anderes und habe irgendwie zufällig viel mehr in Frauen gezogen, habe das ganze Spiel gewonnen. Also, sowas hast du hier nicht. Das ist im Leben. Ja, ja, wenn du viel mehr im Freund hast, hast du auf jeden Fall gewonnen. Warum auch immer. Warum auch immer. Warum es da viel gibt. Wilke, wir haben auch irgendwann in den Nachspielen so in der Küche was ähnliches gespielt, wo man dachte, ja, so dieses ganz basale Ressourcen rumspielen in 10, 15 Minuten, ist okay, kann man machen. Ja, und du hast immer ein bisschen was zu gucken, ein bisschen was zu überlegen. Hast auch, ne, ich will die Karte, ich will die Ressourcen nicht, ich will die Ressourcen oder die Karte nicht. Das ist so auf dem Level ab 8 Jahren ist das, 20 Minuten, 2 bis 4 Personen, kommt ganz gut hin. Für alle anderen kann man in 20 Minuten auch Risa Kana spielen. Das funktioniert auch. Oder eine schöne Runde The Way of Eternity. Das war einmal... Ja, wenn man es kann, bestimmt. Das war einmal eine Runde Elava. Wir danken recht herzlich fürs Zugucken. Das war's von uns. Macht's gut, bis bald. Tschüss!